Und damit einen wunderschönen guten Tag hier heute zum dritten, ja, zur dritten Folge von Breaking Point 2. Ja, es ist soweit. Wir gehen rein ins, ja, nächste Kapitel. Kapitel 3 ist angesagt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das letzte Mal war Kanada, da lief's ja nicht ganz so gut für, ja, Devin Butler, für uns dafür gut. Mal schauen, wie es weitergeht. Also Devin wird wahrscheinlich sauer sein, da wir ihn von der Strecke gedrängt haben. Grand Prix von Ungarn, einige Wochen später. Mehr als die Hälfte der Saison 2022 ist nun vorbei. Und das Team von Konnersport Sport hat mehr als nur ein paar Anlaufschwierigkeiten hinter sich. Nun wollen Aiden Jackson und das Team von Konnersport Sport allen Skeptikern zeigen, dass sie im Unrecht sind und vor der Sommerpause ein starkes Zeichen setzen. Hey du, kannst du die Lampe ein klein wenig anwinkeln? Ja. Ausgezeichnet. Ein Butler sollte immer gut aussehen. Also. An welchem Punkt der Saison 22 wurde Ihnen klar, dass es im Team Probleme gab? Oh, direkt nach dem Grand Prix von Ungarn. Ich kümmere mich zwar nur ums Geld, aber da war selbst mir dann klar. Ein einziges Durcheinander. Und schon wieder rivalisieren sich Jackson und Butler von Konnersport auf der Strecke. Es sieht so aus. Ja, jetzt müssen wir hier gucken. Kleinen Augenblick, Stefan. Okay, Devin. Aiden ist schneller als du. Lass ihn jetzt bitte vorbei. Devin, hast du verstanden? Hör zu, du musst Aiden vorbeilassen, okay? Butler ignoriert die Anweisung gerade komplett, als hätte er sie einfach nicht gehört. Ja, sieht fast so aus. Und wie wir sehen, kommt Jackson hier auf gar keinen Fall vorbei. Er lässt ihm keine Chance und so geht diese Konnersport-Rivalität auch hier in Ungarn munter weiter. Ja, sehr, sehr interessant. Also, ist einiges passiert. Ja, weiß nicht, was das soll. Ich hoffe mal, wir bekommen das hin. Ungarn kann man nicht so einfach überholen. Von daher müssen wir alles geben, um hier 100% zu geben. Vor Runde 14 sollten wir das hinbekommen. Welche Runde haben wir denn? Runde 11, okay. Oh, der bremst sehr, sehr früh. Boah, wir wären fast hinten drauf gefahren. Boah, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Schwierigkeiten noch. Aber wenn man sich das Bonusziel anschaut, kommen die Top 8. Wir sind auf Platz 16. Wie soll ich denn das schaffen innerhalb von Runde 14? Also bis Runde 14. Wir sind wieder dran am Butler. Haben den Fehler von gerade wieder gut gemacht. Versuchen uns jetzt hier innen reinzugehen. Versuchen vollen Schwung wieder auf die Gerade zu nehmen. Schieben ihn fast an. Kommen hier auf den Curb. Und holen uns daher einen schlechten Ausgang. Und das wird nichts. Wir können ihn nicht angreifen. Vielleicht ja jetzt auf der zweiten DRS-Geraden. Nicht ganz so guten Ausgang, können uns in den Windschatten setzen, können allerdings nicht am Butler vorbei. Wir sind aber schneller als er. Jetzt hier innen rein gegen Devin Butler. Man muss es auch mal hart versuchen, jawohl. Wir haben es geschafft. Geiles Manöver von uns. Oh, jetzt wurde das Ziel aktualisiert. Komme in die Top 10. Aber das wird auch ganz schön schwierig. Wir haben nur noch 5 Runden, ne? Und wir haben nur noch, ja, 5 Runden und haben nur noch 5 Plätze mindestens vor uns. Also überholen ist ja nicht sehr einfach. Also das wird sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Jetzt hier im Windschatten von Elm und Vettel. An Elm sollten wir gleich auf jeden Fall vorbeigehen. Vielleicht ja auch an Sebastian Vettel. Jawohl, auch an Vettel sind wir vorbei. Geiles Manöver. Jetzt sind wir dran am Heck von Esteban Ocon und Daniel Ricciardo. Jetzt DRS öffnen. Neben Esteban Ocon gehen wir vorbei. Jetzt ist da Daniel Ricciardo. Wir gehen auch neben ihn. Und jetzt müssen wir nur noch rechtzeitig bremsen. Ein bisschen spät. Ist allerdings noch rechtzeitig und wir sind vorbei an beiden. Jetzt kleben wir hier an Fernando Alonso. Kein guter Ausgang. Haben jetzt allerdings das DRS.
und ERS. Schnellste Rennrunde auch von uns. Vielleicht geht sich's ja aus gegen Alonso. Da kommt allerdings Leclerc von der Box und das wird zu eng. Berührung! Berührung mit Leclerc! Und wir sind vorbei trotzdem an Alonso. Haben jetzt allerdings Leclerc vor uns. Oh, Berührung mit Leclerc. Gehen jetzt außen rum. Keine Chance. Vielleicht jetzt nochmal der Angriff. Gehen jetzt hier Fullspeed durch. Wollen uns jetzt hier rechts daneben setzen. Immer noch Leclerc hier vor uns. Der kann sich noch nicht absetzen. Die neuen Reifen bringen noch nichts. Sie müssen natürlich auch erst aufgewärmt werden. Aber jetzt, glaube ich, haben wir es gegessen, unsere Chance, ihn zu überholen. Obwohl. Okay, es war hart. Es gab auch eine Verwarnung, aber hey, ich muss die Position nicht zurückgeben. Also, das war nicht fair. Das war zu riskant. Was ich mich allerdings auch frage, wo ist Devin Butler? Ich sehe ihn hier gar nicht, habe ihn auch die ganze Zeit vor uns nicht gesehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo der sich rumcruist. Achso, stimmt, der war ja hinten. Jetzt sind wir dran am Heck von Kevin Magnussen. Rechtzeitig Gas geben, das haben wir gemacht. DRS öffnen, ERS öffnen, neben den Haas setzen. Er zieht rüber, wir müssen aufs Gras. Und dann ist das Ding durch, sagst du. Nein, wir bremsen einfach ein bisschen später. Crashen into Norris. Aber sind trotzdem vorbei an Kevin Magnussen. Wichtiges Manöver. Vielleicht jetzt sogar noch hier vorbei an Lando Norris. Der hier gerade sehr, sehr langsam wirkt. Unsere Reifen sind nicht mehr die besten, habe ich gerade in der schnellen Kurve hier gemerkt. Jetzt vielleicht Lando Norris ausbremsen. Die kleine Verbremsung. Jawohl. Wir sind vorbei am, ja, Engländer. Die letzten paar Kurven des Grand Prix der Ungarn. Oder wie auch immer laufen. Nochmal ein bisschen übersteuern gehabt. Und dann gehen wir über die Ziellinie als Siebter. Ich dachte schon. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Jawohl, Parc Fermé. Ich dachte schon, dass da ein bisschen mehr gejubelt wird, aber okay. Ein Interview. Gutes Rennen heute, Aiden. Aber wir alle fragen uns, was mit Devin los war. Hat er wirklich eine direkte Teamorder ignoriert? Das war nicht in Ordnung, aber was haben sie erwartet? Keine Ahnung, das muss Devin selbst beantworten. Solche Dinge passieren. Boah, ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ich würde sagen, dass Devin das. Wir haben ganz unterschiedliche Strategien. Ich konzentriere mich auf das, was ich tun muss. Deine Frage muss Devin selbst beantworten. Boah, richtig erwachsen. Auf jeden Fall einige Schwierigkeiten bereitet. Was würden Sie nach dem heutigen Vorfall und der Sache in Kanada den Leuten sagen, die denken, dass die alte Jackson-Butler-Rivalität wieder auflebt? Ich glaube, da passt das. Devin wird sich nie ändern. Das ist das Problem. Devin kümmert sich immer zuerst um Devin. Und das lasse ich mir nicht bieten. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Von den Problemen mit Devin einmal abgesehen, wie lief es Ihrer Meinung nach heute da draußen? Glauben Sie, dass das Team mit Ihrer Leistung zufrieden ist? Ich hätte schon mehr Druck machen können. Wahrscheinlich schon. Es war ein gutes Ergebnis, aber wegen der früheren Probleme mit dem Auto habe ich mich wohl zurückgehalten. Ich werde auf jeden Fall vor dem nächsten Rennwochenende weiter an mir arbeiten. Jetzt beginnt erstmal die eigentliche Vorbereitung. Sie haben das Auto erwähnt. Konnersport hatte in dieser Saison einige Probleme. Sind die mittlerweile gelöst? Das hoffe ich, Natalie. Heute lief's gut und es gab keine technischen Schwierigkeiten. Es ist hart, wenn man sein Bestes gibt und dann vom Fahrzeug ausgebremst wird. Das Team hat das Problem jetzt wohl im Griff. Wir werden sehen, was in den nächsten Rennen passiert. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für Ihre Zeit. Kein Problem. Also, man darf auch wieder Interviews geben. Finde ich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich vermisse das ein bisschen bei der normalen Karriere. Grand Prix von Ungarn nach dem Rennen. Trotz Devins mangelnder Kooperation während des Rennens gelingt es Aiden, seinen Konnersports-Teamkollegen zu überholen, um Punkte für das Team auf den Hungaroring zu sichern. Okay, das überlasse ich ganz und gar dir. Devin, du hast dich heute nicht an die Teamorder gehalten. Das stimmt nicht. Wie bitte? Alle sagen, ich hätte sie ignoriert, aber das stimmt nicht. Ich habe keine Anweisung erhalten. Check den Funk. Wenn der Reiter nichts taugt, ist das Pferd schuld, was? Check den Teamfunk. Okay, wir überprüfen die Leitungen ASAP. Repariert das. Das darf nicht nochmal passieren. War ja klar.
Aiden, hör zu. Was soll das bringen? So ist Devon einfach. Und dann? Macht's das besser? Er ist ein arrogantes... Nein, du hast ja nicht ganz Unrecht. Aber wenn wir ihm nicht ausreichend Spielraum lassen, wird er noch unberechenbarer. Ich als sein Vater weiß das. Aiden, du bist der beste Pfarrer, den wir haben. Und es ist richtig, dass du Devon in seine Schranken weist. Er braucht das. Das Team braucht das. Danke. Ganz unter uns, das hier ist nicht das Richtige für mich. Ich denke... Ganz ehrlich, du bist zu gut für uns. Und ich weiß, dass andere Teams schon Interesse an dir haben. Also mach bitte einfach weiter wie bisher. Klar. Tut mir leid, wenn ich mich im Ton vergriffen habe. Vor Devon. Kein Problem. Willst du wissen, wie du Devon zurechtweist? Wie denn? Besieg ihn. Ja, Devon Butler sollen wir also besiegen. Könntest du dir das mal ansehen? Ja, wir sollen Devon Butler besiegen. Ich bin gespannt, ob wir das hinbekommen. Also, ein neuer Star, Connor Sports, wurde von einem Filmstudio kontaktiert. Sie befinden sich gerade in der Vorproduktion für den neuesten Teil der beliebten Filmreihe Throttle Zones und wollen einem unserer Fahrer eine neue Rolle anbieten. Sie wollten auch das Branding von Connor Sports. Das wäre eine ausgezeichnete Gelegenheit für das Team. Die Frage ist nur, welcher der Fahrer? Aiden wäre eine hervorragende Botschaft für das Team. David hat ganz klar gesagt, dass sie ihn hier vertreten soll. Außerdem würde David ihn wieder einholen. Ich würde Aiden nehmen. Als Devon von der Presse darauf angesprochen wurde, dass er die Teamrolle während des heutigen Rennens missachtet hat, hat er es auf den Teamfunk geschoben. Jetzt müssen wir eine Erklärung abgeben. Es kann nicht einfach als solche überhaupt noch aufstellen. Wir müssen selbst noch nicht, was passiert ist. Ich war vorsichtig. Liefen wie geplant. Und wir haben einige sehr positive Rückmeldungen. Im Internet gab es einige enttäuschende Kommentare darüber, dass die versprochene Besichtigung von Devon nicht stattgefunden hat, aber das hat sich inzwischen gelegt. Das ist doch super. Das ist doch wunderbar. So, dann gucken wir mal. Ja, okay. Oh, wer ruft jetzt an? Der Davidoff. Davidoff. Ich habe mit Aiden gesprochen. Und? Keine Sorge, es sollte keine Probleme mehr geben. Was hast du gesagt? Das spielt keine Rolle. Wir haben uns geeinigt. Überlass Aiden von jetzt an einfach mir. Und was ist mit Devon? Was soll mit Devon sein? Wir beide wissen, dass es nicht am Teamfunk lag, oder? Andreo, hör zu. Devon mag sein Glück von Zeit zu Zeit herausfordern, aber ich werde nicht zulassen, dass seine Integrität in Frage gestellt wird. Wenn er sagt, es war der Funk, dann weißt du, was zu tun ist, ja? Ja, natürlich. Ich lasse die Systeme nochmal prüfen. Ich bitte darum. Ja, also der David Oft glaubt auch noch seinen Sohn. Interessant. Neue Posts. Amiro of One. Ouch. Jackson sagt, dass es Butler nicht nachgeben wird. Was würde Devon dazu wohl sagen? Interessant, interessant. In den E-Mails ein Update zum Teamfunk. Hallo Andreo. Wie gewünscht haben wir den Teamfunk geprüft. Nochmal geprüft und ein drittes Mal geprüft. Es gab keine Probleme oder Fehler. Selbst als wir versucht haben, einen Fehler zu verursachen, um herauszufinden, was passieren sein könnte, lief alles perfekt. Ich schicke dir gerne einen technischen Bericht oder zeige es dir selbst, wenn du dir es ansehen möchtest. Ich denke aber, das Problem lag beim Fahrer. Sollen wir weiter prüfen oder können wir nun einen Schlussstrich ziehen? Ja, ich würde den Schlussstrich ziehen. Hi Andi, gar kein Problem mit dem Flug. Wir haben ihn schon umgebucht, Business Class wie zuvor. Nur beim Hotel wird's schwierig. Für die zusätzlichen 3 Tage, die Antonio Air kommt, können sie ihm kein Zimmer anbieten. Ich habe ihn also eins im Lanchester gebucht. Es ist nur ein paar Straßen entfernt und definitiv ein Upgrade. Ich hoffe, es gefällt ihm. Ich bin neugierig, warum er früher kommen wollte. Hat er dir irgendwas erzählt oder nur gesagt, dass es Neuigkeiten gibt? Linda. Interessant. Ja, das war's dann heute schon von der Folge, von dem Kapitel. Lasst gern Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Schaut euch gern das nächste Video an, die letzten Kapitel. Euer Neues, bis zum nächsten Mal. Tschüss.